Die aktuelle Wahlprognose für Brandenburg ist spektakulär und die AfD würde ganze 35% holen. Und laut Wahlkreisprognose holt die AfD 84% der Direktmandate und damit locker die wichtige Sperrminorität. Schauen wir uns diese Info mal näher an. Los geht's. Die ersten beiden Ostwahlen mit Thüringen und Sachsen liegen hinter uns und dort hat die AfD extrem gute Ergebnisse erzielt. In Sachsen landete man bei knapp 31% und in Thüringen sogar mit 33% und wurde allerstärkste Kraft. Und so, wie es nach aktuellen Umfragen aussieht, könnte Brandenburg das nochmal richtig toppen, da laut Wahlkreisprognose bei der AfD 35% stehen würden und damit locker die Sperrminorität erreicht würde. Und wenn ich hier von 35% rede, dann meine ich am Ende die Sitzverteilung, nachdem wir nämlich die drei Parteien wegrechnen, die voraussichtlich an der 5%-Hürde scheitern. Aber keine Angst, ich rechne euch jeden dieser Einzelschritte vor, sodass ihr es ganz sauber nachvollziehen könnt. Schauen wir als erstes mal auf die konkrete Wahlprognose und danach zeige ich euch die 35%. Laut Wahlkreisprognose hat die AfD in dieser Woche nämlich wieder 2% zugelegt und kommt damit auf 30% und liegt damit mit riesengroßem Abstand auf dem ersten Platz in Brandenburg. Auf dem zweiten Platz folgt dann die SPD mit 20,5%, auf dem dritten Platz kommt die CDU mit 15%, auf dem vierten Platz kommt das BSW mit 14,5% und leider stehen die Grünen aktuell auch noch bei 5,5% und würden damit in den Landtag einziehen. Und ich hoffe wirklich inständig, dass die Grünen diese paar Prozente noch verlieren und dann hochkant in Brandenburg rausfliegen. Die Linken, FDP und Freien Wähler, die sind bereits draußen, die scheitern an der 5%-Hürde und damit verfallen deren ihre Stimmen. Und wenn wir jetzt mal die Stimmen von den anderen fünf Parteien zusammenrechnen, die also die 5%-Hürde schaffen, dann sind das insgesamt 85,5%. Und die verfallenen Stimmen, ja, von denen, die an der 5%-Hürde scheitern, die werden jetzt auf die anderen Parteien aufgeteilt. Und rechnerisch geht das ganz einfach, indem man dann die Ursprungsprozente nicht mehr durch 100% teilt, sondern durch die neuen 85,5%, also die Summe der im Parlament noch vertretenen Parteien. Machen wir das Beispiel mit der AfD mal rechnerisch durch. Ursprünglich hat die AfD ja 30% in dieser Umfrage und 30 durch 85,5 ergibt dann die neuen 35,1%. Und bei der SPD, dort nehmen wir die ursprünglichen 20,5%, teilen sie durch 85,5% und damit ergeben sich neue 24% für die SPD. Und dieses Spielchen machen wir jetzt für alle fünf im Landtag vertretenen Parteien durch und dann kommen wir auf folgende Werte. AfD, wie gesagt, 35,1%, SPD 24%, CDU 17,5%, BSW 17% und Grüne 6,4%. Das ergibt in Summe dann die 900%. Das Ganze rechnen wir jetzt auf die Sitze im Landtag um. 31 Sitze würden dann an die AfD gehen, 21 Sitze an die SPD, 15 Sitze jeweils an die CDU und am BSW und 6 Sitze an die Grünen. Das ergibt dann in Summe genau die 88 Sitze, die wir im Brandenburger Landtag haben. Und damit können wir jetzt schon mal ganz deutlich festhalten, die AfD hat mit 31 von 88 Sitzen über 33% der Sitze und damit die wichtige Sperrminorität. Und das ist bereits der erste große Erfolg und damit hat man den gleichen Luxus wie die AfD in Thüringen. Aber
damit noch nicht genug, weil jetzt gibt's ja auch noch die Überhangmandate und die Ausgleichsmandate. Schauen wir uns nämlich mal Direktmandate an laut Wahlkreisprognose. Und hier siehst du jetzt die Karte der Brandenburger Wahlkreise und ihr könnt ganz, ganz deutlich sehen, dass fast alles blau ist. Einige Kreise sind dunkelblau, dort gilt der Gewinn des Direktmandats als sicher und andere Mandate sind hellblau, dort wird die AfD wahrscheinlich gewinnen, sie liegt leicht in Führung. Und das gleiche gilt natürlich auch für die anderen Farben und für die anderen Kreise. Und was das in absoluten Zahlen heißt, das sehen wir hier in der nächsten Grafik. Insgesamt haben wir in Brandenburg nämlich 44 Wahlkreise und 37 davon, dort hat die AfD die Nase vorn. Das bedeutet, dass die AfD in 84% der Wahlkreise in Brandenburg das Direktmandat holen wird. Und das ist wirklich eine echt krass hohe Zahl und zeigt, wie weit vorne die AfD in Brandenburg ist. Gleichzeitig stehen dann bei den Freien Wählern ein Direktmandat, bei der SPD 5 Mandate und bei der CDU ein Mandat. Im Gegensatz zu Sachsen braucht man in Brandenburg aber 3 Direktmandate, um die 5%-Hürde zu umgehen. Also werden die Freien Wähler trotzdem draußen bleiben. Es sei denn, die schaffen wie gesagt noch den Anstieg von 4,5 auf 5%. Das wird wirklich richtig spannend an dieser Stelle. Am besten, das wäre mein Wunsch, klauen die Freien Wähler 0,6% bei den Grünen, weil dann würden nämlich die Freien Wähler ins Parlament kommen und die Grünen würden rausfliegen. Das wäre wirklich spitze. Weil für die Grünen wird es wie gesagt wieder richtig, richtig knapp und man muss auch bei den Grünen erneut um den Einzug zittern. Also ich zitter nicht, für mich wäre es ja schön, wenn die rausfliegen würden. Die Märkische Allgemeine schrieb, keine Angst vor Ampelprominenz, wie sich Brandenburgs Grüne gegen das drohende Ausstemmen. So schnell ändert sich die politische Stimmung. Als Brandenburgs Grüne im März ihre beiden Spitzenkandidaten für die Landtagswahl kürten, gaben die 8% in Umfragen Sicherheit, die grüne Welt schien weitestgehend in Ordnung. Auch wenn damals der Tagungsort in Cottbus wegen befürchteter Proteste von der Polizei weiträumig abgeriegelt war, der Wiedereinzug in den Landtag im Herbst jedenfalls schien aus grünen Sicht nur für Schwarzseher in Gefahr. 6 Monate und 2 Landtagswahlen im Osten später hat sich der Wind gedreht. Die Partei, die seit 2019 mit SPD und CDU in Brandenburg regiert, ist in akute Not geraten. Umfragen sagen ihr nur noch 5% voraus. Entweder es reicht noch knapp, wie in Sachsen mit 5,1%, oder der Partei wirkt das gleiche Schicksal wie den Grünen Thüringen. Dort flog die Partei aus dem Landtag mit 3,2% raus. Und das ist wirklich krass. Innerhalb von nur einem halben Jahr sind die Grünen in Brandenburg von 8 auf 5% abgestürzt und ich hoffe, dass dieser Absturz noch weitergeht und die Grünen komplett rausfliegen. Ich meine, das würde zwar das Gesamtergebnis in Brandenburg kaum ändern, aber hier geht's ums Prinzip. Die grünen Deutschlandzerstörer gehören überall aus den Parlamenten rausgeschmissen und ins politische Nirvana geschickt. Aber nochmal zurück zum Gesamtergebnis. Die AfD wird in Brandenburg zwar mit Abstand stärkste Kraft, aber leider gibt es auch in Brandenburg eine Brandmauer und demnach könnte nur SPD zusammen mit BSW und CDU eine Mehrheit von 59% holen. Allerdings steht auch das auf der Kippe, weil ja gerade in der CDU eine Rebellion gegen das BSW stattfindet und viele CDU-Mitglieder einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit BSW fordern. Und wenn das passiert, dann wäre Brandenburg auch unregierbar, weil für die aktuelle Regierung in Brandenburg SPD plus CDU und Grüne wird es nicht reichen. Die kommen nämlich zusammen nur auf 48%. Also auf jeden Fall wird es in Brandenburg sehr spannend und die AfD schickt sich an, ein neues Rekordergebnis in Brandenburg einzufahren. Drücken wir jetzt alle die Daumen, eventuell steigen die blauen Prozente die nächsten 2 Wochen noch und eventuell schaffen es die Freien Wähler ja auch in den Landtag.